Also wir führten eine archäologische Untersuchung durch von September bis Dezember 2012 und dort wurden halt auf dem ehemaligen Friedhof von Rummelsburg 409 Bestattungen freigelegt. Die Toten stammten aus dem Waisenhaus, von der Anstalt vom Waisenhaus und wir konnten eine Parzellierung des Friedhofs feststellen. Das heißt, es gibt bestimmte abgetrennte Bereiche für bestimmte Bevölkerungsschichten und Gruppen, unter anderem für die Waisenhauskinder, für die Bedienstete des Waisenhauses, aber auch für die Angehörigen der Beamten und wahrscheinlich auch ein Teil vom Arbeitshaus Rummelsburg. Wir konnten nach eingehender Recherche und nach der Auswertung der Funde eine eindeutige Zuordnung erbringen. Das heißt, die erste Bestattung erfolgte am 5. Dezember 1859 und die letzte auf dem Waisenhausfriedhof erfolgte im März 1896. Das Fundspektrum umfasst zum Beispiel einfache Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie Kämme, Kruzifix. Dann hatten wir zum Beispiel eine Bernsteinkette, Ohrringe mit blauem Opal und auch hatten wir verschiedene Puppenbeigaben, Porzellanpuppen, die im Fundspektrum liegen von 1865 bis 1875. Von 382 Bestattungen konnte die Anthropologin die Daten ermitteln. Und die Verstorbenen wurden praktisch einzeln verpackt und sind jetzt im Zentralfriedhof in Friedrichsfelde. Dort werden sie wieder beigesetzt auf diesem Friedhof.